Und grüßen, genau, so. Wenn dir jemand auf die Schulter schlagen will, ja, schlag mal Richtung Schulter, dann machst du nicht, dass du noch nach vorne gehst, aus Versehen oder auf den Mann zugehst, sondern schlag mal ganz langsam, dass man das auch gut erkennen kann. Genau, dann machen wir mal, wir können entweder, dass wir nicht getroffen werden, ja, mach mal, ne? Entweder können wir einen großen Schritt nach hinten machen, um auszuweichen, das ist aber wieder so eine Sache, dann kann man sich selber nicht wehren. Dann kann man also den Angreifer selber nicht erreichen. Ja? Und deswegen ist der bessere Weg immer, ne, schlag nochmal auf meine Schulter, dass ich einfach dem Schlag die Kraft nehme, indem ich hier, selbst wenn du mich triffst, schlag nochmal, ja, selbst wenn du mich triffst, tut das da nicht mehr weh, weil ich dem Schlag die Kraft genommen habe, indem ich mit dem Schlag mitgehe. Ne? Genau dasselbe schlag auf mein Kinn. Ja? Du hast mich zwar leicht getroffen, aber es richtet keinen Schaden an. Weil ich nicht so mache, sondern nochmal, schlag nochmal, weil ich diesen Weg gehe. Ne? Ich kann auch ein bisschen weiter, dass du mich gerade triffst, aber es ist ja gar nicht notwendig. Je näher ich an dir dran bin, umso besser kann ich auch reagieren. Ja? Der Punkt ist natürlich, wenn dich jetzt jemand auf deine Schulter schlägt, dann darfst du ihn nicht gleich ins Gesicht schlagen. Ne? Weil wir müssen immer nach dem Notwehrgesetz agieren. Und Notwehr ist, wenn man einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abwehrt. Ne? Und weiterhin ist es auch so, dass man einen Angriff nur mit Gleichen bekämpfen darf. Das heißt, wenn jemand einfach nur dich schubst oder dir auf die Schulter haut, dann darfst du dir nicht gleich ins Gesicht hauen. Ne? Ja? Wenn jemand dein Gesicht angreift, dann darfst du natürlich dich dementsprechend wehren und auch sein Gesicht angreifen. Bitte. Also wenn mich auf jemanden so schubst, ja, genau. Soll ich ihn zurückschubsen oder... Wenn es dir nicht viel ausmacht, dann einfach ignorieren, solange man das ignorieren kann. Ja, ne? Weil es ist ja, fängt ja, wo fängt Gewalt an? Wenn jemand schubst, dann ist das schon eine Art von Gewalt. Und wenn man zurückschubst, dann ist es eigentlich nicht das richtige Verhalten, weil damit schürt man dieses Verhalten. Ja, und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja dieses Verhalten unterbinden. Ja, man muss eigentlich darüber stehen. Denn du lernst hier Kampfsport, du stehst sowieso ein bisschen höher in diesen Sachen als deine Mitkameraden, ja, weil du kampfsportmäßig ausgebildet wirst und irgendwann kannst du natürlich viel mehr als die. Und deswegen solltest du darüber stehen, wenn dich nur einer schubst, wenn er dich natürlich nicht in Ruhe lässt, ja, dann muss man irgendwann schon eine Reaktion zeigen, die ihm dann auch nicht gefallen wird. Ja. Aber gut, wichtig erstmal, dass du weißt, Gleiches mit Gleichem beantworten. Ne? Wie gesagt, nicht einfach irgendjemand ins Gesicht hauen, nur weil er dich geschubst hat. Ja? Aber das weißt du ja. Ne? So, jetzt greife ich dich gleich mal an. Ich greife deine Schulter an und du weichst einfach so ein bisschen aus. Ja? Ne? Genau, wunderbar. Jawohl. Genau, jetzt greifst du nochmal meine Schulter an. Ja? Und jetzt könnte man in dem Augenblick, wo ich ausweiche, könnte man, ja, greif nochmal an. Kann ich auch selber schlagen hier. Ja, und greife deine andere Schulter an, bitte. Also könnte man ja auch so... Genau. Wichtig, aber das wäre falsch. Du musst immer, die hintere sorgt immer für die Deckung. Ne? Und wenn du mein Kinn angreifst, ja, hier nochmal, dann kann ich dasselbe machen und kann auch dein Kinn angreifen. Ne? Einmal ist es ausreichend und ausreichend mit Konter. Ja, du als Kampfsportler, du weißt, wie du treffen musst, haben wir alles schon gelernt mit den ersten beiden Knöcheln. Du weißt, welchen Punkt du treffen musst, ja, und du weißt, dass du das auch beenden kannst. Und deswegen wirklich im Ernstfall erst knallhart reagieren, wenn du auch knallhart angegriffen wirst. Ne? Okay, Dankeschön.